Ich muss es erstmal verdauen. Okay, ich habe sie nicht geschrieben. Aber irgendwas habe ich. Habe ich hier. Ach, Chloe hat mich schon wieder geschrieben. Und eine unbekannte Nummer. Oh, oh. Was schreibt sie denn hier? Max, Essen, du Wells, seh dich da. Bricht dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Was hatten die gegen Emojis? Siehste? Siehste? Halt deine große Klappe. Oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Ich weiß, wo du wohnst. Siehste, da geht schon mal los. Er diktet jetzt den Direktor da gesagt. Oh, shit. Now I'm getting anonymous threats? It never ends. This has to be from Nathan. But it could be anybody. I better be doubly careful around here, or I could be in serious danger. If I'm not already. Also ich vermute mal, hätte ich das den, wie heißt er nochmal? Naja, den Direktor gesagt das. Dann wäre es etwas. Also die SMS wäre denn anders, auf jeden Fall. Kann ich hier kloppen? Go away! People sleeping! Clearly not a morning person. Go away! So, jetzt geh ich hier raus. Wir wollen jetzt frühstücken gehen. Heute ist ein schöner Tag. Oh. Gerümpel. Pum, 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 pum. Ansehen, warum soll ich mir Essensreste ansehen? Hä? Oder vielleicht How hard is it to dump the trash into a bin? Release the Kraken. Come on, squirrels. Time for your 15 minutes of fame. Weiter weg. Na komm. Komm. Oh, jetzt ganz langsam, jetzt langsam, langsam, langsam. Jetzt. Yes! Another Pulitzer for the portfolio. Ach, ich bin so gut. So. Gehen wir mal hier so ein. Ja. Wer ist er noch? Samuel? Hey Samuel, you're up early. Oh, hello young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. Tiere. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Ich sah ein Reh. Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Oder frag doch lieber Hello mit again, dem, dem Schmier. Hello again yourself, Max. Ja doch. So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Ein Vogel. The birds are flocking around Samuel. Hm.
willst du hier nicht mehr aufräumen, Samuel? Naja, ist ja noch Zeit, nicht? Ja. Haha. Shit. The window was still broken after I warned Alyssa about the rogue football. One little thing changed the course of that window's life. Okay, Fenster kann man reparieren, Kopf manchmal nicht, so. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. Ja, muss ja auch nicht, aber lass uns einfach nicht streiten. I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk. For once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Hi, Taylor. Hi, Taylor. Deine Mutter. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. So. Ja, jeder hat mal seine Probleme. Manche überspielen es, bei manchen sieht man es, bei manchen bemerkt man es. The Prescott Dormitory? Good Lord, Nathan's family owns my dorm? Max, get's over here! Wo denn, wo bist du? Da oben? Nein. Ach, da, komm du da rüber. Vor allem kickt er auf Handy, kickt da. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Warren, what are you doing here? Oh, nothing. Waiting for a call? I mean, I already took the call. Anyway, I wanted to rap about that action yesterday. Das war irre. That was intense. Everything happened so fast. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Oh je, jetzt muss ich. Sage ich nicht oder nicht? I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I was too scared to tell Principal Wells. Please don't say anything. I'll give you more info later. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday? Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Yeah. Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Okay.
David talking to Nathan cannot be a good thing. This has something to do with Kate. Or Rachel. Tag schön. Toll. Don't try to take it from me. It's mine. I wouldn't dream of it. I'm gonna be a millionaire. Hope nobody steals my lottery. Talk about going back in time. The diner looks exactly the same. Ich wollte gerade sagen, wir sind jetzt da, aber warum reden wir nicht einfach mit fremden Leuten? Hi. You look lost. Close. Do you know if the bus has come yet? The online schedule isn't working. Ich bin gerade ausgestiegen. I just got off the school bus, but I'm sure the regular bus is coming too. Oh, that's a relief. I can't be late for this job interview. I can't believe I have to take a bus all the way to Newport just to find a second job. Are things that bad here? Where are things good? I can't even afford to live here. Well, good luck. Thanks, I sure need it. Toll, was hat uns jetzt gebracht? Nicht. No time for chit-chat. I'm a millionaire. Yep. Got my lottery ticket right here. Waiting for the bus so I can cash it in. Echt jetzt? Zeig mal. Kann ich sehen? So, wenn du gewinnst, dann teilen wir sie Kohle? Oder was? Oder ich verfolge dich, dann drehe ich die Zeit zurück, klau dir das Los da und dann bin ich Millionärin. Hehe. Ja, das ist ein guter Plan. Schubst mich nicht. Bist du nicht Millionär? Millionär! Bleib stehen! Nope, I don't want to go there. Warum denn nicht? So, jetzt aber jetzt wieder Olli hier. Naja. Achso, ich habe was gerade bekommen. Oh, schon wieder so viel lesen hier schon wieder. Nachdem ich mir anhören musste, wie Victoria und Taylor auf Kate rumhackten, ging ich zurück ins Zimmer. Ich hatte keine Zeit zum Entspannen. Ich musste mich anziehen, Kates Buch in meinem Chaos finden und mich beeilen, um mich nicht fürs Treffen mit Chloe zu verspäten. Und noch mehr Drama. Ich erhielt eine bedrohliche Nachricht von einer unbekannten Nummer. Nathan? Victoria? Kein Plan. Ich muss echt Augen im Hinterkopf haben. Ich musste noch Kates Buch zurückbringen, also ging ich in ihr Zimmer. Ich wusste, es geht ihr nicht gut, aber nicht, dass es so schlimm ist. Alle Lichter aus
Jalousien, Jalousien unten. Die totale Emo-Goth-Höhle. Und Kate ist das Gegenteil von Emo und Goth. Sie weinte nur im Dunkeln und es war traurig, sie zu sehen. Noch trauriger war mein Wunsch, ein Foto von ihrem Leid zu machen. Kate gestand, dass es mit ihr wohl mehr geschehen war als nur ein Video. Sie sagte mir, dass Nathan Prescott sie von der Party in die Notaufnahme fahren wollte. Und sie glaubt, er hat ihr etwas angetan, aber sie kann sich nicht erinnern. Es ist schwer zu glauben, dass Kate nicht wusste, was für ein Mensch sie ist oder Nathan. Ich habe selbst gesehen, wozu der Wichser fähig ist. Natürlich fragte Kate, ob sie zur Polizei und zum Direktor gehen sollte. Ich sagte Kate, das solle sie unbedingt tun. Andere könnten sich in Gefahr befinden. Aber Kate meinte, sie wolle mich als Zeugin, was mir wegen der Drohnachricht Sorgen bereitete. Sollte ich mich einmischen, wenn jemand mich offensichtlich schon verfolgt oder schlimmer? Das wird irrer, als mir lieb ist, von wegen Supermax. Ich bin Warren begegnet, oder eher, Warren hat auf mich gewartet. Natürlich wollte er wissen, was auf dem Parkplatz mit Nathan und Chloe los gewesen war. Ich fühlte mich wieder mies. Ich hätte Warren anrufen sollen, um zu sehen, ob es ihm nach unserem überstürzten Abflug gut ging. Ich schulde ihm was. Ich sagte ihm teilweise, was mit Nathan los war. Je weniger er weiß, desto besser für ihn. Ich würde ihm gern von meiner Macht über Zeit und Raum erzählen, aber ironischerweise ist dies nicht der richtige Ort oder die richtige Zeit. Außerdem würde er mich sofort als persönliche Zeitmaschine heiraten wollen oder Experimente an mir durchführen oder mich ins Autokino schleppen. Moment, fürs Autokino habe ich doch zugesagt. Hoffentlich schmeißt Warren sich nicht an mich ran. Als ob du Egomanen. Wir haben viel gemeinsam, aber er ist eher wie ein super cooler Geek-Bruder. Die Auszeit im Kino kann ich allerdings gebrauchen. Bevor ich den Bus nahm, um Chloe zu treffen, sah ich, wie Nathan und David sich unterhielten. Das machte mich nervös, sonst war die Fahrt zum Two Worlds Dinner entspannt. Apropos Zeitreisen. Ich war 5 Jahre nicht hier, aber es sieht noch genauso aus. Allerdings sieht man jetzt weniger Fischer und mehr geklaute Einkaufswagen als damals. Chloe und ich hatten den besten Hintergrund fürs Piratenspielen. Alte Schiffe und das Meer. Also Leute, wenn jetzt da unten jetzt irgendwann wieder so ein Tagebucheintrag lese ich dir sofort, dann brauche ich nicht immer 4 Seiten hintereinander lesen. Und so weiter. Oh, ein Flyer. Look at all these flyers. It's so sad that nobody will read them. Erhaltet das Herzblut von Arcadia Bay, rettet die Bucht, beendet die menschengemachte Dürre in der Bucht. So. Ah, da mein Fischer. Hallo. He looks like a photo of the classic Arcadia Bay crusty fisher. Good morning. Looks like you're ready to catch some serious fish. I wish, young gal. Arcadia Bay just isn't the same fishing town I grew up in. Has the town changed much? By Neptune's beard, it has. Seems like a lifetime ago when I was king of the harbor. You did pretty good to have lasted this long. Oh, the fish used to jump onto my boat until the Prescotts and their finance fiends snapped up harbor rights. The Prescotts have a lot of power. They might rename the town Prescott Bay, if that tells you much. Do you know them? Do good for my working kind. I know them through their bad deeds. Let's not get downcast. I hear the fish calling for Bali High. Never forget that old fishermen never die. We just smell that way. I'd love to learn more, but I have to get going. Happy fishing out there. Ja, das Wohnmobil kommt mir jetzt aber etwas bekannt vor. Ja. Ist es doch, I'm so dirty. Obviously nobody took my advice. Das kennen wir doch. There's that dirty RV from the other day. Stop that. Stop. No barking. Ach, kann ich den nicht streichen? Der lässt sich nicht streichen. There was something creepy about that guy and his dog. Ich wollte mal gucken, Foto.
Knochen und der war der ist schon mal schön. Sehr schön. Ach, Tagebuch steht wieder, was? Nee, doch nicht. Achso, das war dann nur das Foto. Snow. Well, that's a good start to the story. Wetterdienste vom Schnee überrumpelt. In einem seltenen Eingeständnis hat der nationale Wetterdienst gestern zugegeben, dass es noch keine Erklärung für den ungewöhnlichen kurzzeitigen Schneefall diese Woche in Arcadia Bay, Oregon gibt. Excuse me, sir? Can you believe this town? The world is on fire and our big headline is snow. I can hardly wait for next week's big story. Clouds! Der Schnee war komisch. Lassen Sie schon... Quatsch, leben Sie schon lange hier? The snow was pretty odd. It was right in the middle of a warm, sunny day. Oh, global warming bullshit. It's the Northwest. Snow happens. I keep reading how Arcadia Bay is booming. The paper can only talk about that or about missing girls. This town is more like a mystery to me. You're young. You'll get over it. Excuse me. I have to read my horoscope. Yeah, yeah. Excuse me. Can you believe... The snow... Oh. I keep reading... The paper can only talk about that or about... You mean Rachel Amber? I guess. I bet she ran away because she was bored. Who wouldn't be here? Eigentlich wollte ich ja frühstücken, aber ich gehe immer gerne, bevor ich frühstücken gehe, erstmal ums Haus. Um zu gucken, was es hier alles so Schönes gibt. Ach man. Ah, das ist wohl der Knochen. Also, das Bild. Guck ich gleich mal nach. Yep. Fire, walk with me. Two. Oh. Hello. Oh, look at you. A fine example of youth. I bet you're a senior student. Yes, I go to Blackwell Academy. I could tell you're a wise young woman. I know all about Blackwell and this town. I bet you have dirt on the Prescott family. That whole family is dirty. They once done good things for Arcadia Bay. Those days are dead, like anything in their way. I know somebody who's being threatened by a Prescott. Then you be their guardian angel, because nothing gets in the way of that family, especially not the law. Hell, they own your school, Blackwell. Almost. You must know Joyce Price from the Two Whales Diner. She's fed me more than my own family. How's a daughter your age who's always in trouble? Married to a real prick. His name is David Madsen. He told me to get a job once, asshole. Not sure what Joyce sees in him, but he better treat her right. How long have you lived in Arcadia Bay? 1,000 years. I've gone through the same changes as the town. What changes to the town? Ones it takes a lifetime to see. There's a lot of beauty here, but a lot of darkness, too. Greedy bastards that ruin this town put people out of work. Out of home. Like me.
I'm sorry. Have you ever lived outside of here? Where the hell would I go? I hate the sun and love the mist. I might be homeless, but Arcadia Bay is still my home. I have to go now. Goodbye. Hello? Ich mach das mal. Yes, I go. Nee, eigentlich nichts. Okay. I have to go now. Hätte ja sein können. Aber beim Fischer, glaube ich, war geil, ein Truck. Beim Fischer. Oder bei den Bildern, da kann ich da auch noch. Naja, das ist jetzt lange her. Beim Fischer, glaube ich, oh. Ach, shit. Na gut, dann gehen wir mal hier rein.